Jo Leute, was geht ab? Willkommen zurück zu Pokémon Schwarzer Randomizer an Antype Nuzlocke. In der letzten Folge habe ich glaube ich Twister aka Trike Fallo schon vorgestellt. Ich mache es aber nochmal für die Leute, die die Folge vielleicht verpasst haben. Nicht schauen. I don't know. Ist auf jeden Fall vom Wesen her mutig. Wurde mit dem Meisterball gefangen. Trägt das Item Scope-Linse. Warum es mit dem Meisterball gefangen worden ist, seht euch die Folge 50 rein. Da seht ihr es und da erfährt ihr es dann auch natürlich, ne? Die Attacken, Drachenpuls, Kraftschub, Drachenstoß und Flammenwurf, wobei ich Flammenwurf als TM es gegeben habe, so erlernt habe, mäßig. Ihr wisst, was ich meine, glaube ich, ne? So, dann sprechen wir den mal von der Seite an, weil ich habe gerade keinen Bock auf einen Double-Kampf. No Lust. Was ich aber hoffe, ist, dass wir noch eine Route kriegen, mindestens eine. Ich möchte ganz gerne Sonnenflora oder Nogger, ich weiß, ich sag immer Nogger wie das Eis anstatt Knogger, ersetzen. Mixtape regelt eigentlich. Sollte nichts können. Im Prinzip. Was mich aber stört jetzt, was ich bemerkt habe, beziehungsweise obwohl, warte mal, warum bin ich auf Mixtape gegangen? Obwohl, ist egal. Ich bin gerade, warum gehe ich nicht auf Nogger, aber ist egal im Prinzip. Adomarei, Pokémon wechseln, Honey. So, was ich sagen wollte ist, bei Omega Rubin, da sieht man ja, ich habe es komplett randomized, wirklich hardcore randomized. Vielleicht sogar zu schwer für mich, aber ich will es eigentlich gar nicht sagen, weil wenn man es gar nicht erst versucht, hat man schon verloren. Und ich finde, dieser Spruch gilt auch fürs Leben. Wenn du es nicht versuchst, dann hast du eh schon verloren. Wir sollten uns dagegen hochheilen, auf jeden Fall. Was ich sagen wollte, ist, die Trainer sind randomized in Omega Rubin, Y, Sun, was weiß ich. Also komplett randomized, sodass, wenn wir eine Frau ansprechen als Trainerin, da ein Gentleman kommen kann. Immer Mitglied, ein Teamflare-Mitglied, was auch immer, welche Edition man gerade spielt. Und das gibt es in diesem DS-Spiel nicht. Das finde ich persönlich schade. Nehmen wir sie nochmal mit, weil wir müssen eh noch ein bisschen leveln. Wir müssen ja auf 60, gehe ich mal aus. Also wir müssen auf 60 kommen, so gehe ich mal davon aus. Was ich auch gesagt habe, ich will, bevor ich dann die Aufnahme mache, nochmal in einem anderen Let's Play checken, wie hoch die Elite 4 ist. Ich habe auch keinen Multiplayer gemacht, was Pokémon angeht, von Trainer oder Wilde oder was weiß ich. Ich glaube, das habt ihr aber auch schon bemerkt vom Level her. Einfach weil das im Prinzip meine erste Randomized ist, meine allererste Nuzlocke. Und ich finde, ich habe mich doch ganz gut geschlagen. Also ein paar Pokémon verloren durch Dummheit, ja. Durch nicht aufpassen. Tyrocroc. Tyrocroc war doch. Oh fuck, ich wollte eigentlich auswechseln. Weiterentwicklung. Genau. Von dem Starter damals von Silbon Gold, ne? Sollte es eine Wasserattacke machen? Es kann aber auch Dingens haben. Nur mal Outro rein. Weil es kann, soweit ich das weiß, hier diese eine Attacke machen. Wie heißt die nochmal? Feucht. Nicht Feucht. Fuchtler. Fuchtler, Fuchtler. Genau. Wir machen mal Finte. Okay, kann es Fuchtler überhaupt gar nicht? Habe ich jetzt schon wieder so viel nachgedacht und hätte ich einfach im Prinzip Dings spammen können? Oder weil ich hol Masani rein? Masani sollte eigentlich regeln, ein Gigasauger ist eigentlich ein K.O.-Range. Kreideschrei, Wettattacke ab. Sehr schön, Gigasauger. Sind wir schneller? Nein, sind wir nicht. Okay, es kann kein Fuchtler, Feuchtler, wie auch immer. Es ist feucht unten rum. Yes, so. Und für die Leute, die schon bemerkt haben, habe ich aber auch schon vor 5 Folgen oder so angesprochen und dann habe ich wieder eine alte Quali genommen, weil da was schief gelaufen ist und ich hatte irgendwie Angst, dass mir komplett alles wegfliegt. Habe ich die alte Auflösung wieder genommen und auch zum Random das alte, aber hier ist wieder was Neues. Mir wurden die Einstellungen empfohlen im Prinzip. Also ich habe jetzt spezifisch danach gegoogelt, 10.000 Stunden, ihr glaubt es nicht, weil ich einfach die maximale Qualität für euch rauskitzeln möchte,
So. Wollte er nicht gegen uns kämpfen? Geht hier ab. Da hinten war auch noch ein Ausgang. Wären wir wahrscheinlich da links rausgekommen. Okay. Gehen wir mal einfach durch, würde ich sagen, ne? Ich weiß nicht, ob es der richtige Weg ist, aber... Whatever, gehen wir mal durch. So. Auf jeden Fall nehme ich das Ganze aktuell mit in 1080p auf. Nicht mehr diese 2048x1156 Auflösung. Woran das Ganze liegt, ist einfach, ich glaube, ihr habt in den letzten Schwarz-Weiß-Folgen gesehen, die Qualität ist gut, die ist auf jeden Fall da, kann man nicht bestreiten, aber wenn ich in meiner normalen Auflösung und in meiner normalen Bitrate aufnehme, brauche ich 20 Minuten ungefähr bis 30 Minuten Renderzeit. In der anderen Auflösung, im Prinzip der 2K-Auflösung und dann downscaled oder downgerendert in 1080p, brauche ich teils eine Stunde. Ich meine, das ist nichts. Würde ich YouTube, Pokémon wechseln, ist Mollymorber Psycho? Ich glaube schon, ja. Würde ich YouTube Vollzeit machen oder so. Hätte ich halt auch einfach mehr Zeit, dann wäre es kein Problem. Hier eine Stunde rendern, da eine Stunde rendern, Render Queue machen und ja. Was macht mehr Schaden, Schwuckball oder Finte? Das würde mich gerade interessieren. Finte 60, Schwuckball 80. Wir sind aber unlicht, das heißt, Finte hätte Stab. Das heißt, es würde. Warte mal, wir sind 60. An die 100 machen, 90 oder 100 ungefähr, also auf jeden Fall stärker als Spukball. Ja, ich habe Pokémon 1 und 1 gelernt. Deswegen machen wir Finte. Reicht aber nicht. Nicht schlimm. Oh nein, es macht den Star Wars Move. So Force Choke oder so wäre auch mal eine coole Attacke. Naja. Auf jeden Fall versuche ich jetzt diese Scheiße hier in 1080p aufzunehmen. 60.000 Bitrate, was richtig krass ist, aber hat der Typ empfohlen und seine Videos sehen irgendwie geil aus und in den Kommentaren waren irgendwie nur gutes Feedback, dass es klappt, dass es perfekt, dass es gut aussieht. Und okay, dann gehen wir einfach mal da hoch. So, das wird nicht mehr benutzen, nein, so. Gehen wir einfach hier hoch, whatever. Was ich auch noch gesehen habe, vielleicht habt ihr das auch gesehen, und zwar gestern in der gestrigen Folge, Nummer 51 müsste das gewesen sein. Sind die Farben etwas kräftiger etc.? Alles klar. Okay. Okay. Wenn ich wüsste, was Giratina für ein Typ ist. Das schaue ich mal eben nach. Ja, auf jeden Fall sind die Farben kräftiger etc. pp. Nicht wundern, das ist gewollt, weil ich einfach gucken wollte, ob ich den Geist Drache. Okay. Das heißt, Spukball wäre effektiv. Eisstrahl wäre, glaube ich, auch effektiv, ne? Weil Eis effektiv gegen Drache ist. Ich mache aber mal einen Spukball. Was Hölle macht es? Ich hab Angst. Was macht es? Hä? Ist gerade irgendwie wie, wie Schaufler oder so? Ich hab keine Ahnung. Ich hab Angst, dass es 1 Milliarde Schaden macht. Weil einfach mal Mixtape. Ich wollte eigentlich Booty heilen, aber. Schmetterkraft? Okay. Das macht gut Schaden und es ist schneller als wir. Okay, das ist sehr gut zu wissen. Schauen wir mal, wie ich das Pokémon besiege. Okay. Geh mal davon aus, dass Schmetterkraft eine Geistattacke ist. Sollte Geist nichts ausrichten können gegen Unlicht? Oder ist Geist effektiv gegen Unlicht? Bin gerade mir nicht zu 100% sicher. Wir hauen Outro mal rein. Ich meine, Outro ist stark hin oder her.
Aber lieber würde ich Outro sacrificen als Booty. Schemenkraft, nicht Metakraft. Okay, Geist ist nicht effektiv gegen Unlicht, Unlicht ist effektiv gegen Geist. So, deswegen machen wir mal einen Finterwall-Step und nächste Runde könnten wir sogar Mondschein machen. Ach, come on, wie soll ich das Giratina treffen? Verstehe ich nicht. Ich müsste im Prinzip ein Pokémon reinhauen, was übel schnell ist. Gott, es hat 80 Init. Okay. Allzu krass. Es war schneller als Booty und Booty hat 98. Ich gehe mal davon aus, dass Twist am schnellsten ist. 113. 51. 59. Aber ich habe Angst vor einer Drachenattacke. Ich weiß nicht, ob Twister das wegsteckt. 106. 106 und wie viel hatte Twister? 113. Reicht 106. Ich weiß nicht. Wir gehen noch einmal für Finze. Aurasphäre. Oh, das hatten wir bei Togekiss. Das hat schon übelst Damage gedrückt und es ist effektiv. Aber Outro steckt das weg. Holy shit. Outro ist so ein krasser Tank. Okay, wir machen keinen Schaden. Wir machen komplett keinen Schaden. Ich habe Angst, Twister zu verlieren. No joke, ich habe ehrlich Angst, Twister zu verlieren. Gegen sowas weiß ich halt noch nicht, was ich machen soll. Das ist noch das, was ich lernen muss. Konfustrahl. Ach, come on, ey. Du bist so ein dreckiges Kack-Pokémon, Mann, ey. Bitte überleb und krieg den Konfustrahl durch. Bitte, bitte, bitte. Yes. Und ich hoffe, nächste Runde tut es sich selbst weh. Wir müssen Mixtape auf jeden Fall heilen. Müsste Mixtape eigentlich wieder raushauen. Aber Outro macht nicht genug Schaden. Tut dir selbst weh, tut dir selbst weh. Es ist schneller als wir, das heißt, ich risk jetzt einfach einen Firestorm. Ein Firestorm. Ich hoffe, wir connecten einfach, weil das macht übelsten Damage. Okay, wir connecten, sehr schön. Es ist zwar nicht effektiv, aber es sollte doch wenigstens mehr Schaden machen als diese Toilettenkacke hier. Come on, da hauen wir Booty rein. Ich würde eigentlich Outro die ganze Zeit drin lassen, aber Outro macht zu wenig Schaden. Macht zu wenig Schaden. Eisstrahl. Vielleicht kriegen wir einen Freeze oder so. Würde. Okay. Solange es eine Attacke macht, womit ich es danach angreifen kann, ist alles gut. Ein Freeze. Schade. Wir haben aber auch keine Attacke, die zuerst kommt, oder? Nee, Siedewasser kommt nicht zuerst. Ah, deswegen gehen wir für einen Eisstrahl. Dunkelklaue. Oh Gott, that crit. Scary, scary. Scary, aber es ist down. Pachirisu. Ja, Pachirisu. Okay. Ich liebe Pachirisu, richtig geil. Ich habe es damals, glaube ich, in X und Y online gezockt im Ranked. Also da mache ich immer Double-Zweier-Teams. Und dazu wird das, dann da habe ich auch noch ein Thema, da will ich mal was ansprechen. Aber ist was anderes, also gehört nicht gerade hinzu. Nice. War sogar ein Crit. Aber ich glaube, der Crit, der wäre egal gewesen. Noctuska. Noctuska, Noctuska. War das das Pflanzen-Pokémon? War es das Pflanzen-Pokémon? Ich glaube, ja. Ich glaube. Dies eine aus, das aussieht wie hier. Da ist nochmal die Kacke. Ja, das hier. Genau. Das aussieht wie. Wie heißt das nochmal, Mann? Diese grünen Dinger mit den Stacheln.
die man immer in den Wüsten findet. Ja. Hat schon nicht mehr, ey. Ich hab keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Na gut, egal. Wir haben den Kampf gewonnen gegen Engineer Anne. Holy shit. Oder Engineer Anne. Anne. Anne bedeutet ja auf Türkisch. Beziehungsweise ja, bedeutet auf Türkisch zu Deutsch dann Mutter. Also haben wir die Mom besiegt. So, erstmal alle heilen. Das springen wir vor, das ist alles hier egal, das interessiert keinen. Ja. So. Okay. Wir konnten auf jeden Fall sehr weit fahren. Gott, Jacqueline. Okay. Das war Stahl. Stahlboden? Stahlgestein? Ich weiß es nicht mehr. Um ehrlich zu sein. Mach mal einen Eisstrahl. Mango? What the fuck? H2O-Absorber wird zu überreifer. Was ist überreifer? Der Eisstrahl hat nichts gemacht. Surfer würde auch nichts bringen. Safe, deswegen gehe ich auf Mixtape. Und bevor es macht, irgendwie eine Gesteinsattacke, weil es Gestein ist oder so. Wieder Zwango. Darmkörper wird zu überreifer. Was ist überreifer? Schaufler. Es ist Boden, also doch Stahlboden oder so. Oder Bodenkäfer oder so, ich habe keine Ahnung mehr. Hat Twister Schwebe? Ich weiß es nicht. Egal, wir gehen auf Booty. Und finishen ihn einfach mit dem Surfer. Wir werden sogar die Attacke ab. It's good, man. Ach komm. Wir sind langsamer als so ein hässliches Käferviech. Es aussieht wie Angela Merkels Vater oder so. Okay, es war nicht effektiv. Dann habe ich keine Ahnung, was für ein Typ das ist. Nidoran. War Nidoran normal? Oder hat es auch mittlerweile einen Typen gewechselt? Sehr gute Frage, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass Nidoran oder Nidoking bzw. Nidoqueen eine Kampfattacke lernen kann oder mehrere. Sowas wie Doppelkick und all so ein Scheiß. Die Bully Cat. Okay. Die sind alle 55. Ja, dann lassen wir Booty einfach mal drin. Warum nicht? Ich meine, es kann uns eh nichts wirklich anhaben. Okay. Das gefällt mir gerade gar nicht. Warum sind irgendwie alle Pokémon schneller als wir? Wir haben halt so richtige Kacklappen im Team. Aber ich glaube, das habe ich auch in der letzten oder vorletzten Folge bereits gesagt oder angesprochen, dass wir nur noch Tanks im Team haben. Außer jetzt Mixtape, Sonflora und Twister. Glaubt mal, dass Nogga auch kein Tank ist, aber fühlt sich irgendwie tanky an. Deswegen, keine Ahnung, lasst es mich wissen, ob er ein Tank ist oder nicht. Keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. Was geht ab? Warte mal eben! Ach, Olaf. Bevor du in der Pokémon-Liga dein Glück versuchst, möchte ich nochmal gegen dich kämpfen. Als Trainer wächst man schließlich an jedem Kampf. Olaf. Rotomowurf. Turmwurf. Okay, das war glaube ich Stahl, ne? Haben wir mit Mixtape gebodied. Heißt, es sollte vielleicht gleich Metallklaue oder so einsetzen. Oder es geht für irgendeinen Kack wieder wie, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Sandsturm. Oder das.
Gut, sollen wir aber eigentlich wegbuddeln. Das macht den Swords Dance. Das sollte ihm aber nicht viel bringen. Okay, es ist doch nicht Stahl. Aber egal, tot. Keine Experience gegeben. Dicktree. So schlecht ist unser Setup doch gar nicht, wie ich dachte. Im Prinzip haben wir gegen fast alles eine Antwort. Fast alles. Wetness macht Schaufler. Flitzer. Oh. Er hat Eier auf jeden Fall. Ist nicht so eine Pussy wie die anderen. Da muss man Props an Olaf geben. So, Kangama. Ein Typ normal. Normal oder normal Boden? Sehr gute Frage. Kann auf jeden Fall Erdbeben. Wegen Heili? Kann aber auch sowas wie Double Punch, ne? Und das wäre dann natürlich eher unpassend. Machen wir mal einen Steinnagel. Vielleicht kriegen wir einen Flinch. Nevermind. Er ist mal einfach viel zu viel Schaden. Ali ist auf jeden Fall kein Tank. Confirmed. Brister. Brister sollte Sinn kriegen eigentlich. Diese Wutanfallattacke sieht... Oh mein Gott, was habe ich getan? Was ist Wutanfall für eine... Attacke. Angst. No joke, ich habe Angst. Ist Wutanfall eine Feuerattacke? Das sieht auf jeden Fall so aus. Ich bin mir aber nicht sicher. Deswegen mal Mixtape rein. Und bevor er macht jetzt Erdbeben oder so, dann erschieße ich mich. Es hat sich verwirrt dadurch, okay. Ich weiß nicht, ob wir schneller als wir sind, deswegen heile ich einfach mal. Bitte tu dir selbst weh, Wieder Wutanfall. Kann es nichts anderes? Flammsturm. Natürlich, es kommt auch immer durch. Warum sollte es auch nicht immer durchkommen? So. Sorry, dass sie eben leise war. Ich glaube, man hätte im Hintergrund lautes Reden gehört und ich möchte sowas vermeiden. Okay, er stirbt jetzt definitiv durch den Bullen. Fuck yes. So. Chaloco. Kein Plan. Udes. Oh. Alles klar. Der letzte Pokémon ist ein Safcon. Safcon 2.0. Feels good, feels good. Gibt es Experience für ein Level Up? Nein. Olaf wurde besiegt. Cringe. Das ist das Ziel meiner Reise. Dass ich das Ziel meiner Reise erreicht habe, verdanke ich ganz allein dir. Du hättest das strahlende Gesicht meiner kleinen Schwester sehen sollen. Ich nehme das als Zeichen meines Dankes. Donnerblitz. Fuck yes. Aber ich glaube, das kann keiner unserer Pokémon lernen. Oder doch, Nogga könnte es, glaube ich, lernen, ne? Ich habe sehr großen Respekt vor dir. Deshalb erwarte ich auch, dass du dir den Titel schnappst und Champ wirst. Du kannst sehr stolz auf dein Team sein. Jetzt liegt es an dir allein zu zeigen, dass dies dein Verdienst ist. Also dann, man sieht sich. Hau rein. So, ist hier dann die Victory Road vorbei? Wenn wir hier reingehen? Weil mir wurde gesagt, die ist relativ lang. Ja, ich glaube, die ist damit zu Ende. Ja. Also so lang war sie jetzt nicht, wie es mir gesagt worden ist. Was machen die hier?
Rate dir die bla 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 bla, okay. Pokémon-Liga ist ein Ort, an dem nur ein einziges Gesetz gilt, das des Stärkeren. Und Stärke beweist man hier am besten, indem man die Top 4 und den Champ besiegt. So einfach ist das. Die Top 4 kann ein jeder zum Kampf herausfordern. Erst wenn du sie alle bezwungen hast, gibt sich auch der Champ die Ehre. Aber Vorsicht, hast du erst einmal den Federhandschuh geworfen, gibt es kein Zurück mehr. Du musst entweder alle Gefechte zu deinen Gunsten entscheiden oder durch die Niederlage ausscheiden. Nein, noch nicht. Bereite dich gut vor dem Kampf vor. Danke für den Tipp. Wir haben auf jeden Fall keinen neuen Encounter, was kacke ist. Das heißt, unser Team ist das hier. Oder habe ich da noch was anderes? Was Gutes am Start? Und bewegen. Das ist unsere Dedelbox. Georok, Twerfinst, Hetzneef, Kecleon, Yugong, Harrybug, Scharfax, Mewtwo, Efuzep, Hariyama, Zekrom und Urklopp. Als Auswahl hätten wir im Prinzip noch Ursaring, Pikachu, Zoroa, ich glaube, das wird zu Zoroa, glaube ich, ne? Regigigas, Serpisse, Barschwa, Gelatwino, das Taubsi leider nicht. Das kommt hier hin. Das darf ich nicht einsetzen, aber zum Fliegen könnte man es benutzen im Prinzip. Der Rest ist ja eh egal. Und als letztes Pokémon noch Starmie. Ja, ich werde gucken, welches Pokémon was noch lernen kann, dies, das, welche TM wir haben, was am profitabelsten wäre. Und dann würde ich sagen, gehen wir nächste Folge in den allerletzten Part dieses Let's Plays in die Top 4 und hoffentlich klatschen wir alle und den Champ natürlich. Heißt, das Let's Play hätte dann 53 Folgen, was glaube ich nicht schlecht ist vom Schnitt her. Wir haben 114 Stück, okay, das reicht eigentlich. Mehr brauchen wir eh nicht. Mehr brauchen wir nicht, okay. Gut. Ist, glaube ich, ein guter Durchschnitt. 53 Folgen von Pokémon Let's Play. Vor allem von einer Edition, die man blind gezockt hat, wo ich noch nicht mal wusste, was da abgeht. Heißt, ich musste alles erkunden, etc. pp. Naja. Wir sind aber noch nicht am Ende. Das Allerschlimmste steht uns noch bevor. Also, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da für die Giratina Action. Und auf jeden Fall, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, lasst einen Daumen nach oben da für die Top 4, falls ihr richtig Hype drauf seid. Ich habe auf jeden Fall mega Hype drauf, da wir auch Team Plasma hinter uns gelegt haben. Nimmt das Spiel wieder Fahrt auf, finde ich. Also, wir sehen uns einfach dann morgen für den allerletzten Part Pokémon Schwarzer Randomizer 1,5 Nuzlocke wieder. Ich bin raus. Peace.